In forest it can be difficult to see what's ahead, behind or above. Be careful, take it slow and watch out for secrets. Secret Exit hatte das nicht, das habe ich ja auf der Map gesehen. Oder? Ich glaube zumindest, es war nicht. Hier ist eine Röhre. Ha, die wollten nicht, dass ich das sehe. Und das holt echt eine Menge neue Gegner dazu, super. Kann man hier oben entlang? Da ist scheinbar nichts. Ah, ach so, doch, wir müssen... Ne, Quatsch. Ah, okay, doch. Kann man so hier entlang? Ne, kann man nicht. Müssen wir zurück damit. Wow. Was ist hier so? Ein Leben. Sag bloß, ich habe das alles für ein Leben gemacht. Naja, was soll's. Was sagst du? I once heard of a young lad who tried to search behind trees. They say he jumped behind two and he then roared through the air. Meint er mit diesen Dingern hier oder was? Okay. So. Ich frage mich, ob ich dieses Springboard überhaupt noch brauchen werde. Schleppt das die ganze Zeit mit mir rum? Wow, ach, da oben war noch eins. Ich hab's versaut. Aber ich hab das Ding hier noch zum Glück dabei. Damit wär's das auch. Aber das Level führt nirgendwo hin. Das ist einfach nur ein Level halt. Egal. Gehen wir hier und suchen das Normal Exit. Die Kirby-Musik hier, die ist ziemlich leise, ne? Also im Gegensatz zu den anderen Musik. Was führt denn hier noch? Gibt's denn hier noch was? Ich habe jetzt irgendwie Angst, hier runter zu springen. Na komm, Safe State, guck mal nach. Oh, hier gab's tatsächlich was. Und ich feige Sau ein Safe State genutzt. Naja, gesetzt. Gesetzt, nicht benutzt. Setzen kann ich ja so viele ich will. Hier, guckt, ich setze 1000 Safe States hier, aber ich darf keinen von denen laden. Sonst ist das, nicht so cool. Genau wie das. Das war auch gerade nicht so cool. So. Ah, Mann. Das ist ja auch mal was anderes, ne? Ich suche hier gerade nach einem Normal Exit. Secret habe ich gefunden. Aber was normal ist, weiß ich jetzt irgendwie gerade auch wieder nicht. Zumindest habe ich das jetzt vorher nicht verstanden. Zumindest wo es... Wie und wo und... Aber ich meine, eben sind wir auch unten lang gegangen. Gucken wir mal. Achso, hier oben ist nur das Zeug. Okay. Was für eine geile Melodie. Ernsthaft. Wer denkt sich so einen kranken Scheiß aus? Das ist mies. Da will ich dran vorbei. Da war ich noch nicht. Bestimmt brauchen wir das Ding hier irgendwo für. Oh. Oh, Scheiße. Okay, wir haben verloren. Hier fangen wir an. Holen wir uns erstmal unsere Blume zurück. Ich finde das auch echt mega genial, wie der Boden sich verändert. Oh, cool. Oh, nicht so cool. Wollte ich das jetzt? Ich glaube, das wollte ich jetzt gar nicht. Also ich meine, der Boden hier, der wird ja blau und rot, je nachdem. So. Jetzt hier entlang oder was? Na komm. Oh, 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 oh. Da will ich hin. Hier kriege ich nämlich. Ne, hier kriege ich irgendwie nichts. Wow. Nein, da war bestimmt das geilste Item überhaupt drin und ich habe es wieder voll verpasst. So, was gibt's hier so? Nix, sehr schön. Und hier? Auch nix, okay. Weg hier. Ich frage mich, ob wir jetzt fertig sind, ob wir angekommen sind. Oh. Das ist schwierig, wenn die großen, fetten Viecher dazwischen sind. Achso, das ist mal für eine Yoshi-Münze. Interessiert mich jetzt auch gerade irgendwie nicht.
Aha. Wow, genial. So muss es sein. Was? Was ist das? Ah. Geil. So ein Bonus-Game. Jetzt müssen wir gucken, wie weit wir fliegen. 2, 3, 4. Ja, die 4 habe ich mal erwischt. 5? Ne, eher nicht. Gibt's jetzt 4 Leben? Geil. Hey, das ist ein geiles Bonus-Spiel. Das ist viel besser als das Original. Finde ich ernsthaft. Viel besser als das, was Mario World gab. Schön. Gehen wir hier in das Wasserlevel. Sunny River. Können wir hier links? Ne, hier links können wir nicht entlang. Hier gibt es das da. Was seid ihr denn? Seid ihr Wolken oder Zähne jetzt? Wie kriege ich die? Ach so, von unten. Aber wie komme ich da unten? Von der anderen Seite. Probieren wir es doch mal aus. Ach so, da ist da nur Münzen. Okay. Aber dafür halten wir hier ein Springboard. Fragt sich nur, was wir damit anstellen können. Aber das finden wir ja auch noch raus. So, hier hoch. Oh. Mies, mies. So, okay, hier haben wir noch eine Blume. Und hier, ich frage mich jetzt ernsthaft, ob das noch zum Einsatz kommt. Hier hoch. Sag jetzt nicht, ich habe das Ding mitgeschleppt, um mir eine Yoshi-Münze nochmal zu holen. Das ist mir nämlich sowas von scheißegal. Gut. Wow. Mal gucken. Jetzt kommen wir aber hier hoch damit. Ja, haha. Cool. Aber da hoch können wir nicht. Nee. Das ist nicht drin. Und jetzt können wir hochgehen und uns das da holen. Moment, das will ich aber noch nicht. Ich könnte hier entlang. Und jetzt hier hoch. Aber es bringt mir eigentlich gesagt auch gar nichts. So, erstmal den hier loswerden. So. So. Gibt's auch noch ein bisschen Geld? Braucht man es hierfür? Ich hoffe nicht. Komisch. Was soll's? Gehen wir ins Ziel. So, oh, guck mal, es führt direkt in ein Schloss rein. Und das machen wir auch. Ah, die Musik, die kenne ich doch noch. Können wir hier rein? Ah, ich habe ein Safe-Set gesetzt, das wollte ich gar nicht. Sorry, das war... Oh! Hierfür brauchen wir Yoshi-Münzen. Scheiße, müssen wir wirklich in diesem Level sammeln? Okay, das machen wir. Ey, komm schon, ich habe dich schon gestoppt. Na toll, das war jetzt idiotisch. Ich hätte das da. Ah, na toll. Moment, ich will das tatsächlich machen. Aber ich glaube, dafür werde ich mich töten müssen, ja. Also nochmal, und diesmal richtig. Ich glaube, ich müsste da erstmal hoch. Weil hier... Komisch. Genau, schießen Kupferschell. Dann holen wir uns den hier. Den brauchen wir, denke ich mal, eher nicht. Dann können wir uns hier... So. Jetzt fragt sich nur... Nee, dann gehe ich oben entlang erstmal. Wenn hier eine Tür ist... Moment, da oben ist nichts. Das kann doch nicht sein. Komisch. Hier.
Ey, wieder so viele Wege. Peacewitch brauchen wir. Ah, wo kriegen wir jetzt einen Peacewitch noch her? Hier vielleicht? Naja, hier ist ein Pilz. Und hier ist noch eine Yoshi-Münze. Wow. Ach nee. Ich glaube, ich hätte gar nicht erst springen sollen. Nochmal. Ich finde das schon ziemlich schwierig. Ist das erste Schloss gerade. Und schon versage ich jetzt wirklich. So. Diesmal gehe ich in die Tür rechts. Ich will gucken, was da ist. Dann nehme ich den hier gar nicht erst mit. Was ist hier drin? Ah, da hätte ich reingemusst eben. Ein Glück, dass ich gestorben bin. Ha. Okay, Pilz. Das finde ich irgendwie ein bisschen fair. Okay. Wo bin ich hier? Ach so. Das ergibt natürlich doch wieder einen Sinn. Muss man doch so sagen. So, frag mich nur, ob man hier runter kann oder nicht darf oder was auch immer. Und wie ich jetzt diese Yoshi-Münze bekomme. Ich weiß... Doch, hier kann man runter. Habe ich gerade gesehen. Ah. Aber hier bräuchten wir auch einen P-Switch. Was ist das für ein Symbol? Oh Mann, jetzt... Das lief gerade kacke. Also hier stellen sich so viele Fragen auf. Um die zu lösen, muss ich mich hier die ganze Zeit selber töten. 5 Yoshi-Münzen. Aber was war's für ein blaues Symbol? Hier oben war ja... Okay, hier kommen wir hier raus. Dann müssen wir hier entlang. So. Oh, was mache ich denn da? Hm. 2 hätten wir, 3 fehlen noch. Einen habe ich keine Ahnung, wie ich ihn kriegen soll bis jetzt. Oder beziehungsweise überhaupt. Ein P-Switch brauche ich. Für 2 verschiedene Sachen sogar. Gehen wir erstmal hier lang. Vielleicht finden wir ja noch einen. Ich denke mal, wir müssen ja sowieso den ganzen Weg nochmal zurück. Weil ja da überhaupt erst die Türe war. Hier ist das auch nicht ganz so einfach. Jetzt müssen wir uns erstmal dieses Ding hier holen. Was bist du denn für ein Viech? Hier, weg damit. Ist hier noch was? Auch nicht. Komisch. 2 noch. Midway. Oh, wenn wir jetzt sterben, sind doch trotzdem die anderen 3 Yoshi-Münzen weg. Na toll, jetzt habe ich das eine Viech gekillt. Oh Gott. Hierfür bräuchte ich auch noch einen P-Switch. Ich wette, der war da drin. Moment, sorry, ich will das eigentlich nicht, aber... Nee, weiter rewinden kann ich schon gar nicht mehr. Jetzt will ich wieder vorwinden. Oh, verdammt. Ich glaube, ich habe das ganze Spiel versaut. Kann das sein? Da drin war ein P-Switch bestimmt versteckt. Jetzt habe ich den nicht. Der Cooper ist weg. So weit zurück kann ich irgendwie aus dem mysteriösen Grund nicht rewinden. Und jetzt habe ich es versaut damit. Hier ist auch nichts mehr, was uns hilft. Doch, da ist ein P-Switch. Was waren dann in... Oh, Mist. Nein, jetzt sind die da. Ne, komm. Ich setze mir von mir aus am Anfang so ein Safe Set der nächsten Mal, aber wenn ich jetzt sterbe, sind die anderen 3 weg. Das ist voll mies. Ich will jetzt wirklich nicht hier ein Safe Set oder sowas nutzen, aber den vergeht das einfach nicht anders, weil es wäre einfach zu scheiße. Der Midway-Punkt bringt mir gar nichts. Die ist eine Boss-Tür, aber die will ich gar nicht. Ich will nicht in die Boss-Tür rein.
Moment, ich werde aus diesem Level gerade voll nicht schlau. Wo landen wir denn hier? Nein. Hä? Wie kriege ich denn den P-Switch durch einen anderen P-Switch oder wie jetzt? Oh, hier waren wir noch gar nicht. Vielleicht löst das ja ein... Hier, mal gucken. Das müssen wir... Oh, komm, wie schwer das hier ist, aber auch. Welche Richtung jetzt? Ich nehme an, hier lang? Nein. Hier ist auch nichts. Aber da. Moment, da war doch noch irgendwo was, oder nicht? Ach, egal. Gehen wir hier lang. Was haben wir davon? Ein davon. Das finde ich gut. Aha. Oh, ach, scheiße. Das löst jetzt natürlich schon einige Fragen. Kann ich ihn mehrmals? Ich glaube, ich kann ihn tatsächlich auch mehrmals. Ach so, nee, nur die Musik fängt dann von vorne an. Okay. Moment, so kurz nur? Das kann ich sagen, ist ja nur so. Boah, da müssen wir echt schnell dafür sein. Okay. Das war wirklich schwierig. Ohne Safe Sets. Puh. Wer weiß, wie lange ich dafür noch gebraucht hätte. Wow. Okay, ich habe alle 5. Jetzt kann ich hier beruhigt nach da gehen. Hier haben wir... Wow, Geld, eine Feder. Oh. Ich dachte, okay, das führt uns nur zu ein paar Bonus. Oh Mann, das ist irgendwie voll nicht wert gewesen. Naja, egal. Ich mache einen Safe Set vor dem Boss. Generell immer mache ich das. Ist das ein Custom Boss oder was? Nee, das ist dieser eine Typ da. Nee, oder nicht? Das ist ein Custom Boss. Lage ich schon richtig. Kann ich jetzt auf den drauf springen? Nee, kann ich nicht. Ach so. Ach du Scheiße, ich glaube, ich hab's versaut. Boah, ist ja klar. Den Custom Boss kenne ich aber noch gar nicht. Na los, mach was. Hätte ich das jetzt gewusst, dass die ganzen Yoshi-Coins nur so sowas machen. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt was damit gemacht. Eigentlich ist das voll irrelevant. Und der Boss ist schwer wie sonst was. Einmal haben wir den. Er hat uns schon zweimal getroffen. Ein dritter Treffer und wir sind weg. Boah, ist klar. Ey, der ist schwer, der ist ohne Scheiß, der ist richtig schwer. Okay. Ach, die können wir auch so. Ja, aber nicht immer. Nur wenn er gerade will. So, einmal. Boah, wenn er so schnell ist, dann komme ich nicht mehr mit. Zweimal. Ich hoffe, drittes Mal reicht. Oh, oh verdammt. Na komm, nein. Ja. Oh, das war knapp. Aber cool. Cool, wir haben es geschafft. Erstes Schloss. Aber es kommt auch gar keine Szene dazu. Craggy Heights. Heights. Keine Ahnung. Moment mal, ich will mir mal die Map angucken. Kann ich das? Darf ich gar nicht. Ich darf mir die Map gar nicht angucken. Egal, mach mal beim nächsten Mal hier weiter. Bis jetzt, ich verabschiede mich erstmal.